Eigentlich hätte ich dieses Video hier direkt nach dem Azure Air Video machen wollen. Habe ich aber leider einfach nicht geschafft. Deswegen ist das hier, was jetzt kommt, natürlich für die meisten von euch keine Neuigkeit mehr, keine besondere Nachricht mehr. Und trotzdem möchte ich euch heute mal alle interessanten Informationen und den Grund dafür geben, warum jetzt relativ direkt nach dem Verschwinden der Azure Air auch die nächste deutsche Charterfluggesellschaft von der Bildfläche verschwindet. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und von Small Planet haben die meisten von euch sicherlich schon mal irgendetwas gehört. Die sind meist etwas unscheinbar, was daran liegen könnte, dass sie nicht sonderlich viele Flugzeuge in der Flotte haben, zumindest nicht Small Planet Deutschland. Aber ehe man sich versieht, ist man auf seinem nächsten Urlaubsflug doch in einem ihrer Airbusse unterwegs. Denn Small Planet Airlines Deutschland war meist für Reiseveranstalter unterwegs. Wie das funktioniert, haben wir letztens schon mal in dem Video über TuiFly geklärt. Es geht einfach darum, dass ein Reiseveranstalter, in diesem Fall bei Small Planet ist es hauptsächlich der Reiseveranstalter FTI, dass der ein gewisses Sitzplatzkontingent oder manchmal auch den ganzen Flieger bucht und ihn dann mit seinen Kunden füllt, die zum Beispiel auf der Internetseite von FTI eine Pauschalreise gebucht haben, sei es jetzt nach Ägypten oder nach Mallorca oder wohin auch immer. Die setzen dann einfach ihre Pauschalreisekunden dort in diese von ihnen gebuchten Sitzplatzkontingente, in die entsprechenden Flugzeuge von zum Beispiel Small Planet. Dabei geht es um die klassischen Reiseziele im Mittelmeerraum oder zum Beispiel auch nach Nordafrika, wie zum Beispiel nach Ägypten. Oder ihr bucht euren Flug dann extra bei einer entsprechenden Fluggesellschaft, der ihr Vertrauen schenkt und bei einer entsprechenden Fluggesellschaft, die euch bestens bekannt ist, zum Beispiel eben TuiFly, und die setzen euch dann in ein Small Planet Airlines Flugzeug. Denn Small Planet hat zum Beispiel ihre Flugzeuge auch verchartert. Ja, also was ich damit sagen möchte, auch wenn man Small Planet eigentlich fernbleiben wollte, weil man, was auch durchaus nachvollziehbar ist, vielleicht nicht so Bock auf diese Fluggesellschaft hatte, da die sich seit ihrer Gründung im Jahre 2015 nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat. Auch wenn man denen fernbleiben wollte, ist man oftmals nicht drum herum gekommen und wenn man nicht aufgepasst hat, saß man doch in einem ihrer Airbusse. Small Planet Airlines Deutschland betrieb bis zuletzt 5 Airbus A320 und 2 Airbus A321. Also eine Flotte bestehend aus 7 Flugzeugen, die im Schnitt so etwa 19 Jahre alt sind. Und dann kam der Sommer 2018, der böse, böse Sommer des aktuellen Jahres, der gerne mal dafür sorgte, dass der ein oder andere Fluggast vielleicht auch mal 2 oder 3 Tage auf seinen Flug warten musste. Was, wenn du eine Woche Urlaub gebucht hast, schon mal gar nicht so cool ist. Wir haben das Thema schon mehrfach sehr ausführlich durchgekaut. Vor allem Nachwirkungen des Air Berlin-Verschwindens haben gerade bei deutschen Fluggesellschaften gerne mal dafür gesorgt, dass die schnell mal in Bedrängnis gekommen sind. Weil sie zum Beispiel ihre Reserven dauerhaft aufgebraucht hatten, dauerhaft am Limit unterwegs waren, weil sie zum Wachstum gezwungen waren. Und wenn ein Flugzeug dann aufgrund von technischen Problemen doch einfach mal am Boden bleiben musste, dann sorgte das gerne mal für tagelange Verspätungen oder schlicht und einfach für eine ganze Menge Flugausfälle. Nahezu in ganz Europa ging es mit der Luftfahrt drunter und drüber und es wurden beispielsweise neue Verspätungsrekorde aufgestellt, zum Beispiel eben von Small Planet Airlines Deutschland, die an einem Tag mal 73 Stunden oder eigentlich ja quasi schon eine halbe Woche lang 73 Stunden Verspätung hatten aufgrund von technischen Schwierigkeiten. Und für all das gibt es jetzt die Quittung. Und ihr erinnert euch, wenn Fluggesellschaften vom Air Berlin Verschwinden hierzulande profitieren wollten, also mit anderen Worten gesagt, wenn sie frei gewordene Slots übernehmen wollten, dann mussten sie diese quasi sofort besetzen, sonst bekommt sie jemand anders. Heißt, sie mussten neben ihrem ja schon verplanten Sommer, der ja sowieso schon an den Kapazitätsgrenzen geplant war, mussten sie woher auch immer Flugzeuge nehmen und diese auf die frei gewordenen Slots der Air Berlin setzen. Heißt, die Airlines werden zum Wachstum gezwungen. Und so auch Small Planet, die hier in Deutschland gut 50% zulegten, was echt völlig surreal ist eigentlich für eine Fluggesellschaft. Aber gut, so etwas funktioniert natürlich nur, wenn auch alles wirklich rund läuft. Dann läuft das so, wie man sich das vielleicht beim entspannten, netten Zusammensitzen mal gedacht hat. Aber das ist in der Fliegerei eher selten so. Da geht gerne mal ein bisschen was durcheinander, muss gerne mal ein bisschen was umgeplant werden, beziehungsweise muss man auch mal seine Reserve aus der Tasche holen. Ja, und jetzt kommt die Problematik des Sommers. Diesen Sommer war es dann doch ein bisschen sehr extrem. Wenn die Flugzeuge funktioniert haben und es mal keine technischen Probleme gab, dann haben entweder die Fluglotsen gestreikt oder das Reserveflugzeug, was man jetzt eigentlich gerade einsetzen wollte, das existierte noch gar nicht, weil man zusammen mit zig anderen Fluggesellschaften für zig andere Flugzeuge beim Deutschen Luftfahrtbundesamt stand, um die Dinger unter der deutschen Flagge dann zulassen zu können. Ihr kennt die Problematiken, aber jetzt wird es ein bisschen schwierig, denn wen macht man jetzt für die aktuelle Situation verantwortlich? Denn der Kunde leidet ja dauerhaft darunter. In Form von zum Beispiel tagelangen Verspätungen oder Flugausfällen. Und noch viel schlimmer ist, wenn man seine Kunden nicht ordentlich behandelt, dann sorgt das wiederum dafür, dass das kleine Verständnis, was vielleicht der ein oder andere Kunde durchaus der Fluggesellschaft entgegenbringen könnte,
Denn das darf man vielleicht auch mal erwarten, dass ein bisschen Verständnis in der Fliegerei ja, vom Kunden da hingebracht wird. Aber wenn man dann in diesem Moment mit seinem Kunden nicht vernünftig umgeht, dann spricht sich das sehr schnell rum. Und dieses vielleicht sehr kleine Verständnis ist dann auch sehr, sehr schnell verspielt. Und dann kommt dazu, beziehungsweise was mittlerweile auch ganz gut ist, die Kunden sind meist informiert. Denn wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie sie sich das in ihrem Kopf gedacht haben, dann Passagiere wie du und ich, die geben das dann einfach mal bei Google ein und versuchen dafür eine Lösung zu finden. Und wenn sie die Fluggesellschaft Small Planet eingeben, das am besten noch ja, mit Flugausfall oder Verspätung, dann dauert es keine 10 Sekunden, bis man auf irgendwelche Fluggastrechteportale kommt, die einem dann die Rechte, die man als Fluggast hat, aufzeigen. Jeder, der eigentlich mit der Fluggesellschaft normal fliegen wollte, kann sich so ganz einfach die Informationen, die er braucht, zusammensammeln und kann sich aufklären lassen über sogenannte 3-Stunden-Delays. Davon gab es bei Small Planet Airlines in diesem Sommer einige. Ungefähr 6% aller von Small Planet Airlines durchgeführten Flüge waren um mehr als 3 Stunden verspätet und sind damit sehr, sehr interessant für mögliche Entschädigungszahlungen. Da kann es dann gerne mal sein, dass pro Passagier mehrere 100 Euro Entschädigung fällig werden, obwohl der vielleicht gar nicht so viel für seinen Flug bezahlt hat. Das ist für die Fluggesellschaften natürlich ein Riesenproblem. Denn gerade Fluggesellschaften wie Small Planet sind so konzipiert, sie sind einfach so gedacht, sie funktionieren so, dass vielleicht der ein oder andere Euro, der ein oder andere Passagier wirklich darüber entscheiden kann, ob man mit diesem Flug jetzt ein paar Euro Gewinn macht oder jetzt ein paar Euro Verlust macht. Und dann macht es nämlich die Masse. Denn wenn eine Fluggesellschaft dafür sorgen kann, dass pro Flug immer ein paar Euro, dabei ist die Summe eigentlich erst einmal völlig egal, wenn die Fluggesellschaft dafür sorgen kann, dass pro Flug immer ein paar Euro Gewinn eingeflogen werden, dann macht die Masse daraus ein unschlagbar erfolgreiches Konzept und sorgt dafür, dass du unterm Strich eine ganze Menge Geld damit verdienen kannst. Die Masse kann aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass wenn du es zum Beispiel als Fluggesellschaft nicht hinbekommst, Gewinn zu erzielen mit einem Flug, wie gesagt, auch hier ist die Summe wieder völlig egal, wenn die Situation da ist, dass du pro Flug immer ein paar Euro Verlust machst, dann sorgt die Masse dafür, dass du sehr schnell sehr viel Geld verlierst und dass die Fluggesellschaft dann sehr schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Und ich glaube, wenn man darüber, was ich gerade gesagt habe, jetzt einmal vernünftig nachdenkt, dann findet man sehr schnell heraus, warum es so unfassbar wichtig ist, warum es so unfassbar große Auswirkungen hat, wenn Fluggesellschaften ihre Tickets um wenige Euros günstiger machen oder sie um wenige Euros teurer machen. Denn wenige Euros können in diesem Fall dafür sorgen, also ihr müsst euch das so vorstellen, im Fall 1 kommen 180 Passagiere ins Flugzeug und jeder ja, bezahlt quasi so, dass die Fluggesellschaft am Ende auf 0 rauskommt. Würde ich die Tickets jetzt um 2 Euro erhöhen und der Flug geht ganz normal vernünftig über die Bühne, dann würde mir jeder Passagier 2 Euro reinbringen und unterm Strich verdiene ich mit dem Flug dann Geld. 1 Euro pro Ticket mehr kann also im Härtefall dafür sorgen, dass der entsprechende Flug, wie eben angesprochen, in einen Bereich rutscht, in dem er Gewinn abwirft. Problem ist dann aber, wenn ich jetzt genau diesen 1 Euro teurer bin als die Konkurrenz. Denn dann bin ich auf Flugbuchungsportalseiten, wie auch immer, auf flüge.de oder wo auch immer, bin ich dann nicht mehr ganz oben in der Liste. Und die Kunden entscheiden sich für die Konkurrenz. So, und jetzt stellt euch mal bitte vor, wie viele Fluggesellschaften es mittlerweile gibt, die wirklich am Rande des Möglichen arbeiten, die so weit gekommen sind, dass sie wirklich in einem Bereich sich bewegen, wo 1 Euro darüber entscheiden kann, ob mein Flug jetzt gebucht wird oder nicht und ob ich damit Geld verdienen kann oder nicht. Und dementsprechend hoch ist dann natürlich der Druck, seinen Flug immer 1 Euro günstiger zu machen als den der Konkurrenz. Das war, wenn man so will, mal eben die Zusammenfassung der aktuellen Lage. Und ich glaube, es ist auch sehr unschwer zu erkennen, dass dieses System in der Theorie natürlich jetzt sehr vereinfacht und etwas überspitzt dargestellt, dass dieses System extrem anfällig für irgendwelche Unregelmäßigkeiten und für irgendwelche Problematiken ist. Beispiel Small Planet. Es fliegt zum Beispiel ein Vogel in ein Triebwerk. Es gibt Versicherung, keine Frage. Aber diese kleine Unregelmäßigkeit, die am Ende des Tages vielleicht dann doch irgendwie schnell gelöst werden kann und das Ganze dann doch einigermaßen gut für die Kunden über die Bühne gebracht werden kann, diese kleine Unregelmäßigkeit sorgt am Ende des Tages dann dafür, dass so viel Chaos in die Operation gebracht wird, dass das alles unterm Strich nicht mehr so funktioniert, wie man sich das am Anfang gedacht hatte. Und dann kommen auch noch diese dummerweise extrem gut informierten Passagiere, die dir dann jegliche finanzielle Rücklage nehmen, die du eigentlich bis zu diesem Moment ja quasi monatelang aufgebaut hast. Ja, und dann stehst du ziemlich blöd da. Und schon reicht dann das Geld nicht mehr aus. Small Planet Deutschland wird so auf jeden Fall nicht weitergeführt. Die Flugzeuge fliegen natürlich jetzt heute noch, aber es wurde ein Insolvenzverfahren gestartet. Und die Entscheidung dafür kam von ganz oben, nämlich von der Mutter aus Litauen, Small Planet in Litauen. Zu der Gruppe gehören dann übrigens auch noch die Small Planet in Polen und die Small Planet Airlines in Kambodscha. Und nun zeichnen sich tatsächlich gewisse Parallelen zur Air Berlin-Pleite ab.
heißt Passagiere, die sich bis zum 18. September bei der Fluggesellschaft gemeldet haben, um ihre Ansprüche geltend zu machen, um halt eben zu zeigen, ey, ich krieg noch eine Entschädigung, die wurden jetzt direkt auf die Liste der Gläubiger gesetzt. So war es im Falle der Air Berlin auch. Ja, und der Air Berlin-Fall hat dann auch gezeigt, dass man da nicht wirklich auf schnelles Geld hoffen kann. Im Hintergrund wartet man derweil auf mögliche Investoren, die vielleicht Teile der Small Planet übernehmen könnten oder vielleicht sogar die Fluggesellschaft an sich mit allen Mitarbeitern weiterführen könnten. Wie wäre es zum Beispiel mit Hans-Rudolf Wörl? Der Mann wollte immerhin auch die Air Berlin übernehmen und könnte ja jetzt auch in die Small Planet investieren. Eine nicht funktionierende Charterfluggesellschaft mit dem Ruf ist aber scheinbar nichts für ihn. Also das wird nicht passieren, was vielleicht auch durchaus nachvollziehbar ist. Aber wie wäre es mit Niki Lauda? Der braucht doch zum Beispiel bald sowieso neue Airbusse. Nein, nüchtern betrachtet lässt sich da wahrscheinlich einfach nicht mehr sonderlich viel retten. Small Planet Deutschland hat einfach nicht das geliefert, was sie hätten liefern müssen. Wer dabei jetzt Schuld hat, ist erst einmal völlig egal. Das können wir auch an dieser Stelle nicht bewerten. Und es ist natürlich schade für die Mitarbeiter und so weiter, die jetzt sicherlich auch ein bisschen doof dastehen. Kann man nichts machen. Die Fluggesellschaft hat, wie gesagt, nicht das abgeliefert, was sie hätte abliefern müssen. Und sie ist vielleicht an gewissen Stellen auch nicht so mit dem Kunden umgegangen, wie man das vielleicht hätte machen sollen. Deswegen weg damit. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es waren trotz der etwas verspäteten Meldungen ein paar interessante Informationen dabei und ihr konntet etwas aus dem Video mitnehmen. Und ich würde mich sehr über ein paar Kommentare zu Small Planet Deutschland freuen. Ich denke mal, einige von euch waren mit dieser Fluggesellschaft schon unterwegs. Ich freue mich immer sehr, wenn da ein paar Leute Erfahrungsberichte schreiben, gerne auch im neuen Aeronews Germany Forum. Da freue ich mich natürlich auch über jedes neue Mitglied und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, wie viele von euch schon wirklich sehr ausführliche, interessante Beiträge da geschrieben haben. Also vielen lieben Dank dafür und es ist sehr interessant, eure Erfahrungen oder eure Beiträge, eure Meinungen oder das, was ihr gerade tut, sei es jetzt Studium, Ausbildung oder was auch immer, einfach so eure Ansichten dazu zu lesen. Das macht mir großen Spaß. Vielen lieben Dank dafür. Und dann geht noch ein großes Dankeschön raus an Stefan, an Marc und es tut mir leid, wenn ich deinen Namen jetzt nicht ganz richtig ausspreche, an Moatas. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit haben wir jetzt 80 Unterstützer, die sich dazu entschieden haben, freiwillig diesen Kanal hier finanziell zu unterstützen. Vielen lieben Dank an euch. Ihr seid echt eine ziemlich große Hilfe. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.